Willkommen in Italien. Fiat stellt hier den neuen Fiat Fullback Cross vor, das aktuelle Topmodell aus der Fullback-Baureihe. Was ihn unterscheidet, wie er sich fährt und was er sonst noch zu bieten hat, schauen wir uns jetzt an. Der Fiat Fullback Cross hat immer einen 2,4 Liter Vierzylinder Turbodiesel an Bord. Der leistet 181 PS und liefert 430 Newtonmeter. Wichtig ist jedoch, die liefert er bereits ab 2500 Umdrehungen. Und das merkt man tatsächlich, wenn man mit dem Auto fährt. Wir sind jetzt hier auf den Bergstraßen gefahren, zum Teil sehr untertourig, zum Teil mit nur 1000 Umdrehungen oder etwas mehr im dritten oder vierten Gang. Und wenn man dann das Gas durchtritt, dann kommt der Wagen langsam, aber ohne Murren auch wieder in Schwung. Außerdem ganz wichtig natürlich bei so einem Auto ist das Thema Anhängerlast. Und das sind beim Fullback Cross hier 3,1 Tonnen, die man dranhängen kann. Dann noch ein kurzes Wort zum Thema Geländefähigkeit. Der Wagen hat nicht nur rund 20 cm Bodenfreiheit, sondern hat serienmäßig auch einen Allradantrieb an Bord. Und ich kann über den Fahrprogrammschalter aussuchen, ob ich entweder mit reinem Heckantrieb oder aber Allrad unterwegs sein will. Dazu gibt es noch Differentialsperren und auf Wunsch auch noch die Untersetzung. Ganz wichtig noch, den Wagen gibt es alternativ entweder mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe oder der 5-stufigen Automatik. Ich denke, das Handschaltgetriebe tut es absolut, denn man kann ihn richtig schön untertourig fahren und damit ist da auch was für Schaltfaule. Das Fahrwerk des Fullbacks ist relativ straff abgestimmt. Das ist jedoch etwas, was man bei Pickups immer mehr sieht, denn die Fahrzeuge werden einfach immer mehr auf der Straße genutzt und nicht im Gelände oder auf Schotterpisten. Das ist gut für die Fahrdynamik auf der Straße und wenn man eine glatte Oberfläche hat, dann fährt sich das auch wirklich gut. Wenn jedoch der Straßenbelag uneben wird oder man zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster fährt, dann merkt man doch sehr deutlich, was unterm Auto passiert. Aber wie gesagt, da gibt es auf der anderen Seite das Plus an der Fahrdynamik. Bereits an der Front erkennt man sofort, dass es sich um einen Fiat Fullback Cross handelt, denn der hat serienmäßig den schwarzen Kühlergrill hier vorne und ganz wichtig einen anderen Unterfahrschutz. Außerdem haben wir hier beim Fiat Fullback Cross serienmäßig Bi-Xenon-Scheinwerfer an Bord mit LED-Tagfahrlicht. Auch an der Seite dominiert schwarz den Fullback Cross. So haben wir hier zum Beispiel diese schwarzen Kunststoff-Rathausverkleidung und ganz wichtig serienmäßig schwarze Alus als 17 Zöller. Dann haben wir schwarze Rückspiegelverkleidung und ein breiteres und vor allen Dingen natürlich auch wieder ein schwarz gehaltenes Trittbrett. Um dem ganzen Auto so ein bisschen mehr Design, ein bisschen mehr Push zu verpassen, gibt es dann zusätzlich noch hier oben diesen schwarzen Bügel. Der ist übrigens auch nur für den Fullback Cross erhältlich. Insgesamt ist das Auto 5,30 Meter lang, also wirklich ein großer Wagen. Und ganz wichtig, den Fullback Cross gibt es nur mit der Doppelkabine. Der Fullback ist insgesamt 1,81 Meter breit und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir hier reichlich Ladevolumen haben. Wenn wir mal reinschauen, dann haben wir hier eine Laderaumbreite von 1,47 Meter und eine Laderaumtiefe von 1,52 Meter. Da geht wirklich richtig was rein. Maximale Beladung ist eine Tonne. Der Fullback bietet hier im Innenraum, wie ich finde, selbst für große Menschen wie mich ausreichend Platz. Wobei er, wie viele andere Pickups auch, das kleine Manko hat, dass man die Lenksäule nur Höhen verstellen kann und leider nicht näher zu sich heranziehen kann. Das würde meine Sitzposition einfach nochmal optimieren. Wichtig ist aber bei dem Auto, wir haben hier als Basis ein Nutzfahrzeug und das sieht man zum Beispiel an den Oberflächen. Wir finden halt kaum Soft-Touch-Materialien, es ist sehr viel Hartplastik an Bord. Das tut dem Interieur aber keinen Abbruch, das sieht trotzdem vernünftig aus. Da muss man noch dazu sagen, als Fullback Cross ist das Auto wirklich gut ausgestattet und das gilt nicht nur für die Applikation außen, sondern auch hier innen. Wir haben zum Beispiel serienmäßig Ledersitze an Bord, die vorne beheizbar sind, der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Wir haben serienmäßig eine Klimaanlage an Bord und wir haben serienmäßig auch unter anderem ein 7 Zoll Touchscreen hier vorne inklusive Navigation. Das alles, wie gesagt, im Standard, also nicht aufpreispflichtig. Wer sich für einen Pickup interessiert und vor allen Dingen für einen bezahlbaren, der sollte sich den Fullback Cross auf jeden Fall einmal anschauen, denn das Fahrzeug ist ein typischer Vertreter seiner Gattung. Das gilt nicht nur für die Optik oder für das Ladevolumen, sondern in dem Fall auch für den permanenten Allradantrieb und damit ist er eben auch für, ich sag mal, Strecken abseits befestigter Straßen bestens ausgestattet. Was mir richtig gut gefallen hat an dem Auto ist die Kombination aus dem 2,4 Liter Turbodiesel mit der 6-Gang-Handschaltung, denn die kann ich auch, wenn ich schaltfaul bin, wirklich gut fahren, weil das Auto extrem untertourig gut zu fahren ist. Außerdem bietet der Fullback Cross durch seinen besonderen Look den Vorteil, dass er nicht nur für die Arbeit funktioniert, sondern auch in der Stadt eine wirklich gute Figur macht.
Wichtig noch beim Fullback Cross ist, dass diese Ausstattungsvariante wirklich eine vernünftige Basisausstattung mitbringt. Das heißt, im Grunde genommen kann ich das Auto in der Standardkonfiguration bestellen und habe dennoch alles an Bord, was ich wirklich brauche.